Ihr müsst kein Geld sparen, ihr könnt auch ganz, ganz viel Geld ausgeben. Dann kriegt ihr über den PSN-Store dasselbe, als wenn ihr es über Ineba kauft. Aber bei Ineba spart ihr Geld. Und ihr tut was Gutes. Und ihr kriegt, was ihr wollt. Ich würde mal auf Ineba.com reingehen. Nutzt den Code Chappy, kriegt 3% auf eure Bestellungen und schreibt mir dann, dass ihr was Geiles habt. Vielleicht gibt's auch ein Danke oben drauf. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir YouTuber haben immer mal Videos, die machen wir, weil es einfach sein muss. Neue News, die rausgekommen sind, irgendwas Cooles. Der Algorithmus sagt einem, 2-3 Videos pro Woche ist wichtig. Und es gibt Videos, an denen arbeitet man wirklich Tage und Wochen lang und überlegt sich nochmal irgendwas neu zu kommentieren, irgendwas nochmal zu schneiden, irgendwas zu ändern. Und das heute ist so ein Video. Ich habe in den letzten Tagen, Wochen unglaublich viele Kommentare bekommen von Leuten, die gerne wissen wollten, was ich beruflich mache. Aus dem einfachen Grund, dass die meisten YouTuber ein paar Jahre jünger sind als ich. Also Marcel Scorpion, Haptic, könnt ihr euch alle aussuchen. Montana Black, der seit 10 Jahren 20 Jahre alt ist. Und die meisten von denen sind dann irgendwie teilweise auch kleinere YouTuber. Noch in der Schule, die machen noch ihre Ausbildung. So, ich bin schon ein paar Jahre älter, ich bin jetzt 28, ich habe das alles hinter mir und ganz, ganz viele Fragen immer so, ja, was machst du denn da und wie läuft das und wie machst du das dann noch mit Familie und YouTube und allem? Und wenn ihr da Interesse habt, Leute, wenn ihr da so ein paar Fragen habt, dann habt ihr jetzt eine einmalige Möglichkeit. An und für sich versuche ich immer relativ viel privat und YouTube beruflich zu trennen. Aus dem einfachen Grund, das, was wir Content Creator hier auf YouTube abbilden, das sind Kunstfiguren. Wir sind hier niemals zu 100% genauso, wie wir im echten Leben sind. Oder zumindest die meisten nicht. Es wird mit Sicherheit einige geben. So wie ich hier bin, so bin ich relativ auch zu 98,789% auch im richtigen Leben. Das heißt, wenn ihr eine Frage habt zu meinem Job, generell so nach der Abi-Zeit, Bundeswehr, Ausbildung, dann schreibt es in die Kommentare, Leute. Ich werde euch das alles in einem FAQ mal über das Thema Job, Schule, Arbeit, Ausbildung beantworten. Vielleicht auch ein paar Tipps geben für die, die es brauchen. Wie macht man das zeitlich und und. Das Hauptthema des Videos, also schreibt auf jeden Fall rein. Ich werde euch das in einem separaten Video ganz in Ruhe einmal erklären und auf alle Fragen eingehen, sobald oder solange die auch nur annähernd Sinn machen. Ihr habt es vielleicht, das ist das Hauptthema heute, was jetzt kommt, in den letzten Wochen gesehen. Und es wird auch heute, glaube ich, ein etwas längeres Video. Der Carnage Clan hat eine Recruitment Challenge gemacht. Carnage Clan ist, glaube ich, niemandem erklären, was es ist. Die haben eine Recruitment Challenge gemacht, das heißt Leute, die Content machen, ob Grafikdesigner, Thumbnail Designer, Gameplayer-Spieler, Content Creator kleine. Jeder konnte irgendwie was machen und konnte das dann dort einschicken. Und der Kranenschlan hat sich dann verschiedene Leute da irgendwie ausgesucht, gesagt, die und die haben was Gutes gemacht. Die bekommen die Chance, bei uns im Clan mitzumachen. Und der Carnage-Clan hat in den letzten Wochen, Monaten ziemlich viel Werbung dafür gemacht. Und diese Recruitment-Challenge ging durch ganz Twitter. Da haben Tausende von Leuten mitgemacht. Und da war ein junger Mann, der war 14, 15, 16, älter war er nicht. Und der hat, und es sah wirklich schrecklich aus, ne? Also ihr könnt das, glaube ich, auch noch sehen. Das ist bei dem Twitter-Verlauf von denen. Der hat ein Video eingeschickt, da hat er aus Black Ops 3, glaube ich, im Kinomodus, wo man dann unten noch diesen Balken für Start, Stopp, Zurück sieht, mit seinem Handy das aufgenommen. Und zwar, er hat das Handy so hingehalten, also hier ist mein Handy. Der hat das dann so dahin gehalten und hat den Bildschirm damit aufgenommen. Das sah schrecklich aus und hat dann viel zu laute Musik gehabt und auch kein Commentary, kein gar nichts. Und hat das dann eingeschickt und hat sich damit beim Carnage-Clan beworben. Und die haben dann abgelehnt, freundlich, aber gesagt nein. Und er hat sich fürchterlich darüber beschwert und ganz viele Leute beleidigt, weil das eine Frechheit ist, sagt er. Er ist halt noch jung, er hat nicht so viel Geld für Ausrüstung. Man erwartet zu viel von den Leuten, dass die sozusagen zu viel Geld ausgeben müssen, um guten Content machen zu können. Und ich habe mir dieses Thema durchgelesen und ich fand das so interessant, weil ich habe mit nichts angefangen. Als ich mit YouTube anfing, hatte ich keine Webcam, ich hatte kein Mikrofon, ich hatte keinen richtigen Rechner. Ich habe es mit einem alten Laptop gemacht, der kein Sony Vegas hatte. Ich habe kein Schneideprogramm, ich habe gar nichts gehabt, außer meine PlayStation 4 und ein Headset. Mein, wo ist es? Turtle Beach Headset. Und dazu habt ihr ein abnehmbares Mikrofon. Das ist das erste, was ich euch verlinke. Und wenn ihr euch eins meiner ersten Videos anguckt, dann werdet ihr sehen, okay, der Sound ist aber ziemlich gut, dafür, dass du kein Mikrofon hast. Ich möchte euch heute erklären, wie ihr Content Creator werden könnt. Und es gibt auch keine Ausrede für mich, von wegen, das kostet zu viel oder es nimmt zu viel Zeit in Anspruch. Keiner erwartet, dass ihr
jetzt mit YouTube anfangt und die nächsten 1,5 Jahre alle 2 Tage ein perfektes Video macht. Aber ihr seid der Einzige, jeder von euch, jeder einzelne von euch ist der einzige Grund, warum er, wenn er das möchte, noch nicht damit angefangen hat. Es gibt keinen anderen Grund. Wenn ihr dieses Spiel oder wenn ihr dieses Video hier seht, habt ihr alles, was ihr braucht, um Content zu kreieren auf YouTube. Es reicht mittlerweile ein Smartphone. Ein Smartphone ist ein mobiles, wirklich ein mobiler PC, mit dem ihr richtig viel machen könnt. Ihr könnt, wenn ihr nur eine PlayStation habt, dann gibt es ein kostenloses Programm. Damit könnt ihr Gameplays aufnehmen, da könnt ihr schneiden, kommentieren. Ihr braucht nicht mal einen Rechner dafür. Dieses Programm heißt Share Factory. Gerade wenn man nicht sicher ist, ob man mit YouTube wirklich anfangen möchte, also mehr als ein Video machen möchte, ladet euch über den App Store hier oder den PSN Store, es ist kostenlos, es kostet nichts, nicht mal im Monat, nicht im Jahr, kein gar nichts, Share Factory runter. Ihr könnt eure Gameplays damit aufnehmen, ihr könnt auch im Nachhinein die letzten 30 Minuten eures Gameplays nehmen. Ihr könnt damit schneiden, ihr könnt Musik hinterlegen, die hier ist, kostenfrei. Ihr könnt mit eurem Headset, mit eurem normalen Headset, und jeder heutzutage hat ein Headset mit einem Mikrofon da dran. Damit könnt ihr Commentaries aufnehmen, ihr könnt Videos, alles Mögliche direkt von Share Factory hochladen. Das ist das Einfachste der Welt. Es gibt nicht die Ausrede für niemanden von euch zu sagen, es kostet zu viel Geld, was man an Ausrüstung braucht, um damit loszulegen. Ich kann es euch nur empfehlen. Und wirklich, das ist... Ich gehe heute auf das ein, was ich mir mit den Jahren gekauft habe. Ihr seht das hinter mir, ich habe keinen Hintergrund. Das ist aber nicht, ich habe mal bei Amazon geguckt, ich wollte immer einen Greenscreen haben, weil ich der Auffassung war, ich schneide bei meinen Videos sowieso relativ wenig. Ich lasse gerne so die Gameplays ganz laufen, damit ihr auch mal seht. Das sieht, jedes Mal, wenn man so ein Gameplay 20.000 Mal mit Cuts vollsetzt, ist es vielleicht etwas unterhaltsamer, wenn man selber nicht frei sprechen kann. Aber wenn man frei sprechen kann und schöne Gameplays hat, dann kann man sie auch so laufen lassen. Dann habt ihr schon das Grundfundament für ein gutes Video. Wenn ihr dann noch ein bisschen unterhaltsam seid und noch eine angenehme Stimme habt, und das könnt ihr mit einem guten Headset, das könnt ihr mit einem besseren Mikrofon, das könnt ihr mit Schneideprogrammen wie Share Factory alles ändern, dann habt ihr alles, was ihr braucht, um erfolgreichen Content zu kreieren. Ihr müsst natürlich für euch gucken, welches Spiel, welcher Rhythmus und. Ein YouTube-Kanal aufmachen kostet keinen Cent. Es dauert insgesamt, ich glaube, 8 Minuten und dann habt ihr einen perfekten YouTube-Kanal mit einer Beschreibung. Vielleicht habt ihr jemanden, der so ein paar Grafiken machen kann, dann habt ihr so einen Banner für YouTube, ihr könnt auch erstmal mit was Schlichtem anfangen. Es gibt wirklich keinen Grund zu sagen, ich kann das so nicht machen. Es gibt absolut keinen Grund und ich kann es nur jedem empfehlen. Wollt ihr mit dem Ganzen anfangen? Ladet euch Share Factory runter. Überlegt ganz genau, und jetzt kommt etwas, das ist ein persönlicher Tipp von mir für euch. Es gibt ganz viele, die immer sagen, ja, okay, aber dann hassen mich alle oder die Leute lachen mich aus oder die sind dagegen, dass ich das mache. Es gibt automatisch ab dem Punkt, wo ihr bei YouTube, bei Twitch, bei Twitter, bei Instagram, bei irgendetwas, auch im richtigen Leben, etwas besser macht als andere, die es auch versuchen, werden euch die Leute hassen. Sobald ihr eine Äußerung trefft, die nicht zu 100% mit dem übereinstimmt, was irgendein völlig unwichtiger Mensch zu euch sagt, irgendeiner, den ihr gar nicht kennt, der für euch keine Bedeutung hat. Sobald ihr eine Sache sagt, die ihm nicht gefällt, so in dem Moment bekommt ihr den Hass. Weil manche Leute nicht mitdenken. Manche Leute klicken auf den Dislike-Button einfach nur so, ohne einen Grund dafür zu haben. Das ist im richtigen Leben das Gleiche. Die können auch super nett zu euch sein. Eine Sekunde später hassen sie euch, weil ihr plötzlich der schlimmste Mensch der Welt seid. Merkt euch das. Es ist auch eine Lektion fürs Leben. Völlig egal, ob der Chef nett ist, der Mitarbeiter, der Kollege, der Schulfreund, die Freundin, Enkelbekannter. Das kann sich innerhalb von einer Sekunde ändern. Es wird immer Leute geben, egal was ihr macht, egal wie gut ihr seid, die euch hassen. Und umso besser ihr das macht, was ihr tut, vor allen Dingen, weil gerade Content kreieren. Es gibt so viele, die sitzen seit 5 Jahren dahinter und machen jede Woche 4 Videos und investieren Stunden von Arbeit darin und sind einfach nicht gut darin. Weil der Content langweilig ist, weil sie sich nicht überlegen, was sie machen wollen, weil die Leute einfach langweilig sind. Es gibt so viele Gründe dafür. Man kann ja auch seine Sache 20 Jahre machen und 20 Jahre falsch machen. Nur weil man etwas lange macht, heißt es nie automatisch, dass es auch gut ist. Und genau das solltet ihr euch wirklich mal zu Herzen nehmen. Setzt euch an eure Plays. Erspielt irgendwas in dem Spiel, was ihr vielleicht schon wieder vorstellen wollt. Macht einen Commentary, guckt euch an, wie das andere machen. Wie macht das Haptic, wie macht das Master Scorpion, wie macht das Shappy, wie macht das... Ist völlig egal, wen ihr dafür nehmt. Wie machen das die anderen Leute?
und guckt es euch an. Aber macht es nicht 1:1 wie diese Leute. Ihr könnt es entweder besser machen oder anders. Die beiden Optionen habt ihr. Wenn ihr irgendwas nachmacht, was ein anderer macht, und ihr macht es nicht besser oder anders, dann ist es scheiße und keiner guckt sich das an. Content kreieren ist teilweise auch super anstrengend. Wenn ihr von der Arbeit kommt, von der Schule, dann wisst ihr, oh, ich muss heute noch, und dann sitzt ihr da und euer Rechner rendert das Ganze noch eine Dreiviertelstunde. Dann müsst ihr noch ein Thumbnail dazu machen und dann könnt ihr nichts Gutes erspielen. Und es gibt so viele Gründe, warum es manchmal auch anstrengend sein kann. Aber ich kann euch eins sagen. Ich habe mittlerweile durch den Weg, den ich bei YouTube gegangen bin, seit Mai letzten Jahres, ich mache das jetzt 1,5 Jahre, das Ganze hier. Ich habe hier mittlerweile einen Controller. Ich zeig den mal hier. Ich habe hier noch einen zweiten. Hier habe ich alle nicht bezahlt. Alle umsonst bekommen. Ich habe hier noch, na, okay, der Schrank geht nicht auf. Brooklyn habe ich noch und noch zwei andere. Ich habe in 1,5 Jahren mittlerweile 2 Partners. Der eine Partner ist Nick, für Gamer von Gamer, bei dem ihr die besten Controller bekommt. Das ist durch Zufall entstanden. Ich hätte den so nie kennengelernt ohne YouTube. Dazu habe ich jetzt Ineba.com seit 5 Monaten oder 4 Monaten als Partnerseite, von denen ich profitiere, von denen ihr profitiert. Ihr seht ja auch in diesem Video wieder, weil auf dem letzten Video haben wir 260 Likes für den Moment, wo ich das hier aufnehme. 250 war die Herausforderung, ihr kriegt einen neuen Code. Ich weiß immer vorher nicht, wie groß die Codes sind. Es können 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro oder 20 Euro sein und der Deal aktuell ist erstmal bis Ende des Jahres pro Woche 3 Codes, die ich von Ineba für euch zur Verfügung gestellt bekomme. Einfach als Dank für den Support auf den Videos. Und ihr seht das hier irgendwann im Video, das ist auch eine Partnerseite, ich profitiere von denen. Ich zahle für mein PSN-Guthaben weniger, ich bekomme natürlich für die Einblendung von denen Geld, ich bekomme Geld für die Ads, also für die Werbeanzeigen in den Videos. Zwischendurch habe ich noch mal ein bisschen Geld bekommen, wenn der ein oder andere mal irgendwie ein bisschen Werbung bei mir schalten wollte. Ich habe 11.000 Abonnenten und das ist etwas, was einfach langsam steigt. Ihr startet nicht bei 0 und habt nach 6 Monaten 20.000 und nach 12 Monaten 100.000 und nach 2 Jahren 500.000 Abonnenten und 400.000 Klicks pro Video. Das ist ein Marathon, den ihr lauft. Und wenn ihr diesen Marathon lauft, dann kann ich euch versprechen, all die Zeit, die ihr investiert und all der Schweiß und manchmal seid ihr genervt und dann müsst ihr euch dumme Kommentare durchlesen von Leuten, die gar keine Ahnung haben und manche tun euch einfach Unrecht. Es gibt so viel, was euch aufregt. YouTube funktioniert da nicht richtig, das Thumbnail sieht scheiße aus, dann habt ihr irgendwo einen Schnittfehler gemacht und macht alles von vorne. All das ist es am Ende wert, wenn ihr coole Kommentare lest von Leuten, die wirklich, und da gibt es in meiner Community einen riesigen Kern von, Kommentare, die auf jedem Video bei mir zu sehen sind. Die gucken sich jedes Video an. Die sitzen manchmal abends und warten drauf, dass was kommt. Und wenn ich dann bei Twitter oder Instagram kurz schreibe und sage, Leute, heute Abend um 19 Uhr, 18 Uhr, so die beste Zeit eigentlich. Das gibt ein paar Gründe, warum 18 Uhr die beste Zeit ist. Wenn ich sage, hier ist was, die freuen sich drauf. Und wenn ihr das macht, Leute, wenn ihr es gut macht, egal was ihr macht, Black Ops 3, COD, Fortnite, Rainbow Six, mir scheißegal. Ihr könnt auch Beauty machen, es muss nicht Gaming sein. Dann habt ihr alle Möglichkeiten der Welt, damit erfolgreich zu sein. Und auch wenn das am Anfang vielleicht mehr Geld investieren ist. Der Greenscreen hinter mir, ich zeige euch das mal. Das hier ist nicht so ein Elgato Greenscreen, wie man den bei Amazon kaufen kann. Ich glaube, der kostet da 185 Euro aktuell. Das, was hinter mir ist, ist ein grünes Tuch, ein Stofftuch. Das hat mich 14 Euro gekostet. Und dazu habe ich 2 Euro bezahlt für 2 Nischen oben. Das hatte ich mir einen Tag anlassen, damit ich es an die Wand hängen kann. Ihr müsst Sachen nicht teuer kaufen, damit sie cool sind. Ihr könnt euch einen SCUF-Controller bei Nick für 30 Euro machen lassen. Ihr könnt euch so ein richtig geiles Mikrofon, wie ich das habe. Ich glaube, bei dem Sound, da kann man nichts auslegen. Das ist ein Auna Mic 900, das ist auch unten verlinkt. Das kostet aktuell, ich glaube, 65 Euro. Ihr könnt eine Logitech C920 nehmen für 60 Euro. Die nimmt in 1080x60 auf. Ihr könnt bei eBay Kleinanzeigen eine Elgato kaufen, wenn ihr wollt. Eine gebrauchte für 45 teilweise. Es gibt keinen Grund für euch zu sagen, ihr könnt mit Content kreieren auf YouTube, Twitch, sonst wo nicht anfangen. Also nehmt es in die Hand und fangt einfach jetzt an. Fangt jetzt an, wenn ihr müde seid, macht schon mal die ersten 3 Minuten, macht schon mal eine kleine Vorstellung, macht den Kanal auf, fangt morgen an, traut es euch einfach, Leute. Das ist etwas, was ich schon lange mal sagen und heute sage ich es. Traut es euch, macht es einfach. Es wird immer Leute geben, die sagen, du kannst es nicht, oder es wird genug Leute geben, die das, was ihr macht, unterstützt, weil ihr das mit Liebe macht. So, ich bin raus, lasst ein Abo da, wenn nicht, komme ich zu euch. Ich bin raus.